Mein YouTube-Channel wird es 2019 nächstes Mal geben. Dies und viele andere Videos mit dem Titel kursieren in den letzten Tagen quer durch YouTube. Was es damit auf sich hat, wir schauen es jetzt an. Willkommen, liebe Leute, zu dem Video. Ja, mein YouTube-Channel wird es 2019 nicht mehr geben. Es gibt einige Videos von großen YouTubern, die diesen Titel auch haben. Ich möchte mit euch klären, was hat es damit auf sich, warum wird es all die YouTube-Channel 2019 nicht mehr geben und was können wir noch dagegen tun, damit sowas nicht passiert. Auch mein YouTube-Channel kann ich dann jetzt zu den Channels zählen, die es 2019 vermutlich nicht mehr geben wird. Das Ganze hat den Grund, dass die sogenannte Upload-Filter, aka Artikel 13, eingeführt wird. Das ist eine Reform, die die EU fordert, und durch diese Upload-Reform soll quasi verhindert werden, dass copyright-geschütztes Material wie Bilder, Videos, Musik hochgeladen werden. Betrifft alle großen Plattformen, sei es YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, whatever. All diese Plattformen. Und bei YouTube ist das jetzt so. Da hat sich die Chefin von YouTube geäußert in einem Brief. Ich verlinke euch die Quelle in der Videobeschreibung. Und da hieß es unter anderem, wenn diese Reform durchgesetzt wird, werden alle privaten YouTube-Channel von YouTube genommen. Das heißt, die werden gelöscht. Das heißt, wenn dieser Artikel 13, beziehungsweise der Upload-Filter, quasi erstmal schafft, dass der eingeführt wird, heißt das mehr oder weniger das Aus für alle kleinen YouTube-Channel. Meinen, aber auch für größere, wie Nintendo, Kronk, wird es nicht mehr geben. Let's Plays wird es nicht mehr geben. Parodien wird es nicht mehr geben. All sowas wird es wegen den Artikel 13 nicht mehr geben. Was bleibt denn noch auf YouTube übrig in Europa? Es bleiben nur noch übrig TV-Sendungen, sei es auf Streife, Berlin Tag und Nacht, die Ruhrpott-Wache, was da jetzt alles gibt an Serien, und große Marken. Zum Beispiel der neueste Trailer von FIFA 20 von EA. Sowas wird es auf YouTube noch geben, sonst aber nichts. Und auch die Videos aus Amerika werden vermutlich, da bin ich mir nicht sicher, aber ich vermute mal, wenn die Reform durchgesetzt wird, dass auch diese Videos ausgeblendet werden. Das heißt, am PewDiePie zum Beispiel könnten wir hier von Europa auch nichts mehr schauen. Das ist ein bisschen blöd. Weil das Ganze passiert eben wegen dem Artikel 13. Was genau der Artikel 13 ist und weshalb er überhaupt eingeführt wird, das ist eine andere Geschichte. Dazu habe ich bereits ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal rechts. Ich glaube, das ist hier oder vielleicht hier, ich weiß es nicht. In der Infokarte. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Und ich verlinke euch in der Infobox unter dem Video auch nochmal ein paar andere YouTuber, die erklären, weshalb der Upload-Filter denn eigentlich überhaupt existieren wird. So, jetzt fragt ihr euch, so denkt ihr euch natürlich, das ist richtig scheiße. All meine Lieblingskanäle kannst du nicht mal schauen, YouTube ist mein Leben, das geht gar nicht. Auch meine Meinung. Und deshalb der große Appell an euch. Noch kann man was dagegen tun. Es gibt nämlich eine Petition. Erster Link in der Infobox. Videobeschreibung, pardon. Erster Link in der Videobeschreibung. Und diese Petition, wenn man da unterschreibt, ist man quasi gegen den Upload-Filter. Deshalb haben schon über 1 Million Leute da mitgemacht und auf die Website unterschrieben. Aber umso mehr, umso besser. Deshalb. Und das schreibt diese Petition. Macht mit und das schreibt, dass schon mal ein kleines Stück, ein kleines, aber es zählt jede Stimme gegen den Upload-Filter. Ansonsten gilt, informiert euch über das Thema, schaut euch Videos an, über den Upload-Filter, über Artikel 13. Wie gesagt, das Stichwort, mein YouTube-Channel wird gelöscht, reißt voll komplett, findet ihr genug. Und taggt das Zeugs mit dem Tag. Save the Hashtag, Save Our Internet oder Save the Internet. Das ist der Tag, sodass wir für die letzte und dritte Abstimmung, die Anfang 2019 passieren wird, möglichst viele Leute davon überzeugen können, dass dieser Upload-Filter der reinste Hit ist und bloß nicht durchgesetzt wird.
Und letztlich, wenn wir genügend tun, kann es vielleicht noch verhindert werden. Auch wenn es eher sehr unwahrscheinlich ist, dass es noch verhindert werden kann, Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und vielleicht haben wir Glück und der Upload-Filter wird nicht durchgesetzt. Das ist zumindest meine Hoffnung. Und da es wichtig ist, dass ihr informiert wird, dass möglichst viele darüber schauen, habe ich auch das Video hier gemacht. Und habe das sowohl auf dem Hauptkanal Gamercouts als auch auf meinem Zweitkanal Davids Welt hochgeladen. Was dabei das zweite Video ist, es wird demnächst ein neues Video kommen, wo ich erkläre, wie es auf dem Channel zumindest bis im Upload-Filter noch weitergehen wird. Dies hat es gerade auf meinem zweiten Channel Davids Welt besucht. Gamercouts geht ganz regulär weiter, bis halt der Upload-Filter vor der Tür steht, wenn er dann mal kommen sollte. Wie es dann weitergeht, werden wir berichten, wenn es denn soweit ist. Auf jeden Fall mache ich den Titel nicht aus Clickbait oder irgendwie, weil ich Geld verdienen will. Alle, die mir schauen, wissen, ich verdiene keine Videos mit YouTube, hab's auch. Ne? Und dementsprechend geht es nur darum, eben euch zu informieren, was Sache ist. Dass wir gegen den Upload-Filter stimmen. Wie gesagt, Leute, unterschreibt die Petition. Teilt Hashtag Save the Internet. Teilt Videos. Wir probieren alles, dass wir das behalten, was uns allen so im Herzen liegt. YouTube. Denn man glaubt es kaum, aber ein Alltag ohne YouTube könnte ich mir zum Beispiel nicht mehr vorstellen. Denn YouTube hat eine großartige Sache geschaffen. Auch wenn es in YouTube Deutschland immer mal wieder Probleme gibt und da zum Teil der reinste Shit abläuft, verbindet uns jeden YouTuber noch eine Sache. Egal, ob wir 4 Millionen Abonnenten haben oder nur 25. Wir sind alle ein Teil von der YouTube-Familie. Jeder Einzelne, der Videos, der täglich oder wöchentlich Videos produziert, seine Ideen teilt, kann kreativ sein und ist kreativ durch YouTube. Und das war eins das Motto von YouTube, Broadcast Yourself. Macht Videos, zeigt, was ihr könnt, seid einfach ihr selbst, Meinungsfreiheit. Das ist das, was YouTube ausgemacht hat. Und das wird uns bald noch nicht mal zur Verfügung stehen, wegen Artikel 13. Das wird es bald nicht mehr geben. Bald wird es, wie gesagt, nur noch von großen Firmen und Fernsehsendern Videos geben. Und das ist keine Meinungsfreiheit mehr. Das ist fast eine Diktatur. Und das wollen wir nicht. Wir sind für YouTube, wir sind für freies Internet und dafür legt es euch ans Herzen und das schreibt bei der Petition, informiert euch über das Thema und wird alles, aber auch alles, Artikel 13 aufzuhalten. Wie ist es tun? Herzlichen Dank fürs Zuschauen für das Video, liebe Leute, und jetzt heißt es noch Daumen drücken und hoffen, dass es so weitergeht und dass YouTube Deutschland auch 2000 oder YouTube Europa auch 2019 noch existiert und der Upload-Filter nächst kommt. Danke fürs Zuschauen von dem Video.